Entwicklung bin ich aus dem Weg. Auch du bist ein Shiny-Pokémon. Dann kannst du dich mir anschließen. Okay. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon, den Clement Emerald, der 63 Stufe. Ja, wir sind in Baumhausen City angekommen oder auch auf Englisch bekannt unter Fort Tree? Also Fort, wie dieses Fort oder Fort Tree? Also es ist für die Bäume, die Stadt ist für die Bäume gedacht, Fort Tree City. Bevor ich mich aber jetzt hier der Arena-Herausforderung stellen kann, weiß ich ja, something unseeable is in the way. Dann schlage sie in den Weg. Oder tritt ihm gegen die Beine. Wenn da irgendwas steht, dann muss er vielleicht Beine haben. Ich weiß ja, ich muss ja jetzt den Troy erstmal treffen, damit ich das Devon Scorb kriege, damit ich unsichtbare Pokémon hier ausfindig machen kann. Ich gehe dir mal aus dem Weg. Ja, danke schön. So, erstmal will ich ja erstmal gucken, was da oben ist. Ich glaube, da war da ein Item oder war da eine TM, aber ich habe jetzt Zerschneider immer dabei. Das ist wieder der neue Loxus, den wir hier haben. Und ich weiß ja auch, dass hier ein neues Gebiet ist, eine Tamatobeere. Aus dem Büschchen gefallen. So, was ist hier? Hä? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gibt's hier überhaupt Sonderbonbons in dem Spiel? Oder kann man einfach nur auf sehr schnelle Weise sein Level hier auf... Okay, dann haben wir das Interview. Oder kann man hier einfach ganz schnell sein Level immer dann auffrischen? Gut, Troy, wo bist du? Ich glaube, hier warst du gewesen. Weil jetzt will ich an das Item da dran kommen. Da wird dann auch ein Kecleon, ein unsichtbares im Weg sein. Oh, ein Pumkabu, genau. Wenn ich mich richtig erinnere, im Original haben die ja sogar verschiedene Größen. Tun sich zwar nicht wirklich in irgendwas... Doch. Man sieht zwar den Unterschied nicht, aber es hat wahrscheinlich Auswirkungen bei bestimmten Attacken, weil zum Beispiel Strauchler... Oder Fußfeger machen ja mehr Schaden, wenn das Pokémon schwer ist. Something unseeable is in the way. Ja, dann lass mich durch. Ach stimmt, ich muss erstmal über die Brücke gehen, um dann ihn zu... Ah genau, da ist er. Und da sieht man auch den Schatten. Richtig. Servus. Trevor. Hi. It's been a while. There's something here that you can't see, right? Now, if I were to use this device on the invisible obstacle... No. Rather than describing it, I should just show you. That would be more fun. Jovo, are your Pokémon ready for battle? Yes! Jovo, show me your true power as a trainer und besieg dieses eine wilde Pokémon! Steven used the Devon Scope. An invisible Pokémon became completely visible. Mir kommt da gerade was. Wir sehen den Schatten von dem Pokémon im Wasser. Aber die Tatsache, dass es ja sich unsichtbar machen kann, würde doch eigentlich andeuten, dass es das Licht auf eine Art und Weise brechen kann, wodurch es unsichtbar erscheint. Und wenn es aber das Licht brecht, kann es dann trotzdem einen Schatten werfen? Das ist eine Pokémon attacked. Boah, deine Logik hat mich hier erzürnt, denn du hast recht, das macht keinen Sinn. Ist doch so. Weil ich meine, in My Hero Academia gibt es zum Beispiel eine Heldin, also das ist ein Anime über Helden, die ist komplett unsichtbar. Also abgesehen von der Kleidung, die sie halt trägt. Also ihr ganzer Körper ist unsichtbar. Und sie hat ja, glaube ich, selbst mal sogar erklärt, sie kann das Licht reflektieren, also brechen lassen. Und bei ihr sieht man keinen Schatten. Also in dem Sinne müsste Kecleon eigentlich auch keinen Schatten werfen, oder? Okay, ich versuche mal das Pokémon zu fangen. Mir ist nämlich auch ein sehr schöner Spielname eingefallen. So... Genau, Color Change, jetzt ist es ein Unlichttyp. Jetzt hoffe ich mal, dass ich es mit einem kleinen Wasserschurikenhagel hier ein bisschen schwächen kann. Jawohl. Stimmt ja, bei dem nächsten Treffer wird es ja sofort zu dem Typen. Nicht nur am Ende, sondern sofort. Bam. Dann kannst du auch ruhig eine Fünferreihe sein. Sei so gut, Gamakuro. 4 Times, das reicht auch. Synchronoise, das ist ein Effekt Yamakuro. Kecleon kann normal Synchro-Lärm gar nicht erlernen, weil es ziemlich stark wäre.
falls ihr die Attacke Synchro-Lärm nicht kennt. Man kann damit nur einem Pokémon Schaden machen, was denselben Typ hat wie der Anwender selber. So war das doch, glaube ich. Aber es ist eine Psycho-Attacke, das bedeutet, es ist zwar eine Psycho-Attacke, aber wenn der Anwender zum Beispiel Wasser ist und der Gegner Wasser ist, dann kann man es treffen. Okay, überall los geht's. Ding, ding, ding und bleib drin. Number one, number two, number three zum Mitnehmen. Dankeschön. Erfahrungspunkte, her damit. Und die Daten wurden erfasst. Keklon the Color Swap Pokémon. A Pokémon that has the ability to alter its body colors to match its surroundings. A Keklon reverts to its original colors if it's startled. Okay, das erklärt jetzt wieder das Ganze. Es ist zwar an sich unsichtbar, weil man es nicht sehen kann, aber es ändert nur seine Farbe. Aber wie ist es eigentlich, wenn es nicht in deinem Hintergrund steht? Das bedeutet doch, weil ich meine, es ist eine dreidimensionale Umgebung. Wenn es jetzt vor mir steht, müsste es im Grunde müsste es ja von oben nach unten verschiedene Farben annehmen, oder? Also das ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Dann ist es ja doch logisch gesehen richtig. Naja, so. Und ich nenne dich, ich taufe dich auf den Namen Mandala, weil du immer schöne Muster hast und auch die Farbe ändern kannst. So. Mandala. Dankeschön. Und nun kann ich nämlich auch das Gebiet untersuchen, weil das Gebiet, das neue Gebiet, was ich da untersuchen kann, was jetzt in diesem Bromahack dabei ist, da komme ich erst hin, wenn ich da surfe. Und dann, damit ich da surfen kann, muss ich das Keklon da oben ausfindig machen. I see. Your battle style is intriguing. Your Pokémon have obviously grown since I first met you in Dewford. Wir haben vorher nie gekämpft, woher weißt du, wie ich gewachsen bin. I'd like you to have this Devonscope. Who knows, there may be other concealed Pokémon. Ich frage mich wirklich, war das nötig? Das ist nämlich genauso wie dann, wie das Silpscope in den Originalspielen und man hat es vielleicht nur ein paar Mal eingesetzt und danach war es wieder unnötig gewesen. Trouble. Ja, bitte, Entschuldigung, ich tue wieder, wenn ich kann. I enjoy seeing Pokémon and Trainers who strive together. I think you're doing great. Well, let's meet again somewhere. Whew! Dann irgendwo Meter weiter fällt er dann runter. Hihihi. So, dann gehen wir doch mal jetzt hier auf Höhlenforschung. Und ich werde mal den Schutz weglassen, um zu sehen, was es dort für Pokémon gibt. Unter Uses Devonscope natürlich. Die Pokémon Complete. Wenn ich jetzt hier unter all den Keklons mal ein Shiny finden würde, das wäre was. Soweit ich glaube, ich weiß, das Shiny-Pokémon und das Shiny-Keklon hat eine violette Farbe. Gut, hier kann ich was kombinieren, nämlich... Ach, Tiefschlag. Genau auf die Zunge, meine Fresse. Nämlich erst Sondersensor, dadurch wird es nämlich zu einem Psychotyp. Ja, und jetzt kann ich mit Nachthieb einen sehr effektiven Stab-Bonus-Angriff setzen. Jawohl, denn. Super effektiv. Und sogar kritischer Treffer. Nein, das hat schon gereicht. Jawolligen. So, hinfort mit dir, du kleines Chamäleon. Ein Nestball. Ah ja. Was macht er nochmal? Je schwächer das Pokémon ist, also im Sinne vom Level her, desto... Was? Wie, wer, was? Warum ist das Raichu? Das Raichu? Welches Pokémon... Ach, das war das Pokémon meines Vaters, was Surfer einsetzen würde. Warum sieht man da nichts? Hä? Fragezeichen. Willst du deine Identität nicht preisgeben, oder was? Scorched Slab. Ja, das ist gleich geblieben, dass man hier Sonnentag findet. Und jetzt, meine Freunde, jetzt ein neues, komplett neues Gebiet. Und da kann mir mal Rosebud helfen mit Flash. Ja, darfst dich hier zügeln. Brauchst dich gar nicht zügeln. Hier scheine dein Licht. Ziemlich großartig hier. Und irgendwo hier, der Hauptgrund, warum ich hier bin, ist, hier gibt es den Desprotanie zu finden, ja? Und den würde ich sehr gerne einsetzen, wenn ich dann nämlich in der Flug-Pokémon-Arena dann antrete. Würde ich Gwain mitnehmen. Es ist zwar ein Kampftyp, aber mit seiner Psychologie könnte Schaden austeilen. Also mein Team würde ich auf jeden Fall noch anpassen. Hinsichtlich... Eis, Elektro, Gesteins-Pokémon, ja? Oder halt meine stärksten Pokémon. Da haben wir Strepuli.
Ja. Ich hoffe irgendwie auf ein sehr, sehr gutes Gesteins-Pokémon, ja? Dass hier irgendwas zu finden ist. Was weiß ich. Alles klar. Das müsste es sein. Das müsste Despotarnit sein. Aber es ist sicher noch mehr zu finden. Sicherlich. Okay, da komme ich nur von der anderen Seite lang. Ich finde es so toll, ja? Dass da einfach nur so extra Gebiete drin sind, wo man besonders seltene Pokémon findet oder halt in dem Fall die Megasteine. Ach. Und ich denke mal, wenn normale Leute sowas so programmieren können, warum dann nicht auch hier eben bei den Hauptspielen, ja? Gut. Boldor. Ich glaube, da hatte ich schon eins. Ich glaube, das hatte ich schon gefangen gehabt, oder? Also es wird nichts angezeigt, kein Pokéball, aber ich habe, glaube ich, die Vorentwicklung Kiesling. Gut, zu dem Zeitpunkt, als dann Smaragd rauskam, gab es ja noch keine Mega-Entwicklung, aber... Man sieht einfach mal, ich hab das jetzt wahrscheinlich falsch angesprochen. Was ich damit sagen wollte ist, es zeigt, egal wie alt die Spiele sind, durch die neue Technik kann man da viel machen. Also, wenn sie jetzt, sage ich mal, wieder, wenn sie von Smaragd... Okay, wie mache ich das? Das ist ein Rätsel. Moment. So, jetzt muss ich gerade meinen Verstand einsetzen. Wie muss ich es machen? Ja, ich weiß wie. Ich hab's versaut. Jovo, was war denn das? Was war denn das? Kann ich es nochmal... Nein, das ist genau... Das war genau falsch gewesen. Aber wirklich, ich sag, ich hab's. Der erste Schritt, verdammt nochmal, ich war falsch. Das ist Einbildung der allerfeinsten Art. Okay, ich glaube, ich werde jetzt doch wieder den Schutz einsetzen, weil es wird ja wohl nichts wirklich Interessantes geben. Okay, wo habe ich jetzt nochmal Battle Items, Medicine Items? Wo habe ich meinen Schutz? Hier habe ich den. Ich hätte einen Schützer. Also wenn ich hier vielleicht ein... Ah ne, Moment. Lava. Was gibt's denn hier noch zu finden? Hydran oder was? Was wollte ich sagen? Rihorn wird es wahrscheinlich ja nur wieder in der Safari-Zone geben. Jawohl, genau das wollte ich. Das wollte ich sehen. Da war ich wieder einen Schritt zu schnell gewesen. So, und. Ist es das? Tyranitarite. Despotarnit. Jawohligin. Und was ist da drum jetzt bei der Lava? Also den Teil habe ich gesehen, als ich mir angeschaut habe, wo es die Megasteine gibt. Aber hier, das geht noch nicht. Was ist hier? Nix. Also wenn hier kein legendäres Pokémon auftaucht, den weiß ich auch nicht. Hier muss es definitiv was geben. Also das war wirklich nur für den Megastein und für das hier? Wirklich? Naja. Moment. Gedankenblitz. Wahrscheinlich wird man hier später in der Lage sein, Groudon zu finden, weil in Smaragd ist es ja der Fall, man kann Groudon und Kyogre fangen, ja? Ich brauche das... Wo ist mein Fruchtseil? Hier. Und je nachdem, wo... Und in dem Originalspiel war es der Fall, dass... Man muss beim Wetterinstitut drauf aufpassen, ob da gewisse Wettermeldungen sind. Ja, zum Beispiel dort scheint die Sonne sehr stark. Perfektes Timing. Oder dort regnet es sehr stark. Aber hier in dem Rommel könnte es sein, dass sich Kyogre und Groudon genau an einem Punkt befinden. Und das hier könnte der Punkt sein, der Ort sein, bei dem Groudon zu finden ist. In der Lava-Grube. Why am I carrying this parasol? I tell you, if you can win against me. Naja, es regnet nicht, die Sonne scheint, würde ich sagen, es ist ein Sonnenschirm. Weil Parasol ist es not. Im Grunde hat sie sich ja schon verraten. Ja, es ist kein Umbrella, das wäre nämlich der Regenschirm. Es ist ein Parasol, ein Sonnenschirm. Im Deutschen hätte sie vielleicht einfach nur gesagt, warum ich den Schirm trage. Da wäre es nicht aufgeflogen, aber hier, englische Sprache, leichte Sprache. Manchmal.
weil der Unterschied haben. Da gibt es viele Wörter, die gleiche Bedeutung haben, und dann gibt es auch wieder Wörter, die ein und das, die wirklich nur das eine meinen, und dann kann man sofort erkennen, von ich rede. Wovon kann ich denn gerade erzählen? Power Whip. Hör mal auf hier mit Plattgeisel. Ist nicht sehr effektiv. Deine Pflanzen, die verbrennen bei mir. Nehme ja noch mystische Feuer. Du Spaghetti auf Beinen, du. Ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt gehabt, aber vielleicht fallen mir wieder ein paar Details ein, worüber ich dann erzählen kann. Ich hatte ja in der Realschule das erste Mal Englisch gehabt. Ich weiß noch, ich war dann am ersten Tag, da war ich schon so mit den Nerven am Ende, weil es einfach, weil da kam die Lehrerin rein, hat sofort mit uns Englisch gesprochen. An sich wahrscheinlich eine sehr gute, eine sehr gute Strategie, ja, dass man sogar ein bisschen hier Grundwissen bekommt, aber fürs erste Mal, es war mir einfach sehr, fürs erste Mal war es für mich einfach ein bisschen viel. Aber im Vergleich dazu, was ich dann Jahre später gelernt habe bei Französisch, der war ich ja gar nichts. Das war gar nichts. Ja, wir hatten ja ab einem gewissen Jahr musste man ja dann ein Wahlfach wählen, zum Beispiel. Also was gab es bei uns dann? Französisch oder Hauswirtschaft oder Betriebswirtschaften oder so ähnlich? Irgendwie sowas. Ach, das Riesen! Das Riesenwahl und hüpft in die Höhe. Also da bin ich dann aber platt. Da bin ich satt. Wenn der Pfannkuchen dann runterkommt, der kann ich mich selber stimulieren, ja? Wo war ich genau? Und als ich dann Französisch angefangen zu lernen, Anfang gut. Einzelne Wörter kann ich sogar heutzutage noch erkennen, aber ansonsten. Also ansonsten, ich könnte mich nicht unterhalten. Ja? Ich könnte mich überhaupt nicht auf Französisch unterhalten, und da denke ich mir immer noch von damals, hätte ich doch lieber Hauswirtschaft genommen, weil besonders in dem Beruf, den ich ja jetzt mache, Hauswirtschaft zum Beispiel, also darunter für. Da stelle ich mir jetzt vor, da hätte ich dann mehr gelernt, wie man zum Beispiel Mahlzeiten zubereitet oder halt hauswirtschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder putzen und so weiter, ja, was man da am besten alles benutzt, ja. Gut, damals war ich ja noch nie so weit, dass ich wusste, was ich für die Zukunft machen möchte. Und das ist dann immer ja, das ist ja der Knackpunkt. Man weiß nie, was die Zukunft für einen bereithält oder welchen Weg man geht, und da kann man sich auch. Pyro, alles klar, wahrscheinlich die Wappien, die weibliche Variante. Und daher kann man sich nie wirklich dann darauf einstellen, welche Entscheidung möchte man treffen. Ich hatte halt wirklich gesagt, damals Französisch ausgewählt, weil ich mal dachte, hey, Englisch habe ich gelernt, lerne ich halt noch eine dritte Sprache, ja. Und es kann ja gar nicht so schwer sein im Vergleich zu Englisch. Nee, du, nix da, hast dich getäuscht. Ja. Ist aber doch oft so, dass man, sobald man in der Zukunft ist und andere Erfahrungen gemacht hat, weiß man, hätte ich mich damals anders entschieden. Zum Beispiel auch mit dem Tanzkurs, weil es gab auch, in der Zeit wurde auch ein Tanzkurs gemacht. Und ich habe dann, also so paar Tanzlieder, und ich dachte mir damals, ne, brauche ich nicht. Pencil can't ward off Pokémon Attacks. Ich glaube, es gibt sogar ein Item, was ein Schirm ist, oder? I don't think strong sunlight is good for my Pokémon, so I shield them with my Parasol. Stimmt, gute Einstellung, weil wenn du jetzt hier zum Beispiel Sonnencreme benutzen würdest, das wäre vielleicht auch wieder ein bisschen zu viel für die Pokémon-Haut. Keine Ahnung, ob es da überhaupt Pokémon-Sonnencreme oder sowas gibt. Wo war ich? Genau, und jetzt, wo ich heute darüber nachdenke, da denke ich mir dann doch auch, ja, hätte ich den Tanzkurs damals gemacht, dann hätte ich schon ein bisschen ein paar Kniffe gelernt. Gut, vielleicht sogar besser, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn ich mir denke, na, meine Verehrteste, darf ich Sie zu diesem Tanze bitten? Gut. Heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt nicht tanzen kann, aber dann ist es dann, sage ich mal, mehr so Solo Dancing, so Freestyle-mäßig. Einfach hier, wie die Gliedmaßen hin und her wackeln, so wird dann was draus gemacht. So, soweit hätte ich ja alles, dann rüste doch Despotar gleich mal aus. Also Godzilla. Godzilla wird dann zu Mega-Godzilla. Jawohl. Pokeballs, Berries, Battle Items, Medicine Items, Megastone Stars. This down enables Tyranitar to Mega Wolf in Battle. Wisst ihr was? Das tun wir doch gleich mal ausprobieren. Und zwar gegen das Reporter-Duo. Jawohl, jawohl, jawohl. So, servus. Oh, Yotobo, hi, do you remember us from last time? Nur so halber. Can you show us how much stronger you've become? Okay, cue interview.
keine Zeit verlieren. Bloß nicht. So. Hm? Ach. Vorher hatten... Also das ist schon mal cool, dass sich jetzt auch Magneton zum Magnezone weiterentwickelt. Ja? Gravums ist ja gleich geblieben, aber dass die jetzt sogar noch andere Pokémon haben. Das ist cool. Also, dann tun wir doch mal Mega entwickeln und machen Erdbeben. Bismuth, da braucht es sich ja keine Sorgen machen. Also, dann mache ich Hyper-Voice-Angriff mit. Damit kann ich mich auch beide treffen. Und Godzilla entwickelt sich zu Mega-Godzilla. Da möchte ich mir gerne dann im Menü anschauen, wie weit sind seine Werte gestiegen. Also ich gehe stark davon aus, dass sein Angriffswert hier immens gestiegen ist. Das ist ein Effekt Bismuth. Und Witz in One Heat KO? Nein, das war nur bei Magneson, weil es ein Bohnen-Elektro-Typ. Elektro. Ach, Soundproof. Blocks Hyper Voice. Schade. Weil es ja ein Elektro-Stahl-Typ ist. So, welche zwei neuen Pokémon haben die jetzt noch? Da bin ich mal gespannt. Und der Sandsturm, der wütet hin und her. Bing. Hey. Ich muss mir schon ein bisschen Gedanken machen wegen Moosbach City, weil es dort ja auch im Doppelcamping gibt. Ein Borregon 2. Ach, wie süß. So, lass mich mal das Menü anschauen. So. Mega Despotar. Oh ja, sieht nice aus. Ich glaube, der Angriff ist nicht viel gestiegen. Aber ich habe Speed 145. Das kommt mir einiges höher vor. Dann immer noch ein Gesteins- und nicht Pokémon. Okay. Dann machen wir mal Hyper Beam und hier Bohrschnabel. Wahrscheinlich wird der Borgon 2 eine Blitzkanone einsetzen gegen Bismuth. Voll hier in den Drachen rein und das sind keine Hustengutzle. Nein! Die brennen dir den Hals eher weg, diese Gutzle. Focus Blast, Attack Mist. War's nicht fokussiert genug? Gefühlt hat wirklich jedes zweite Pokémon Eisstrahlen in seinem Attackensortiment. Das ist wirklich so. Sonst um Rageous wird aber nicht reichen, um Gravums zu erledigen, richtig? Ne, nur ein bisschen. Und Godzilla muss ich jetzt auch erstmal ausruhen nach diesem Hyperstrahl. Was machen wir? Azazel, weil die anderen Pokémon Gravums und Borgon 2 können Azazel damit nicht angreifen. Machen wir ein mystisches Feuer. Godzilla must recharge. Mystisches Feuer. Fitz. Und der Spezialangriff fällt. Fällt in die Tiefe. Focus Blast. Ah, stimmt ja. Godzilla ist ja Gestein-Sonnenlicht. Das heißt also vierfach stark. Aber es hat es überstanden. Und jetzt sollten, glaube ich, beide durch Sandsturm besiegt werden. Die haben nämlich nicht mehr genug. Wird doch ein Double KO. Also, sie kriegt natürlich leider auch was ab. Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr schön. Nice. Und was wird das letzte Pokémon sein? Godzilla, mach mal hier die Lampe aus. Die Ampel aus. Ein Felinara. Aha. Feen-Typ. Okay, dann machen wir mal. Steinkante. Inferno sollte nicht sehr effektiv sein. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Ich glaube, Feuer war nicht sehr effektiv gegenüber Fee. Naja, hat auch nicht getroffen. Ach. Ja, ich könnte gleich einschlafen. Ist so ein schönes Wetter. Der Sandsturm weht mir zwar ziemlich viel Sand in die Augen und in die Nase, da muss ich niesen. Aber ansonsten, wenn ich mich einfach mal hier mit dem Rücken gegen den Wind lehne, würde es passen. Okay, Knirscher. Und dann machen wir Bürde. Knapscher. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem ist der Kopf ab. Ich muss überhaupt nicht effektiv sein. Tu es einfach hier aus. Kampfunfähig machen, zum Beispiel den Kopf abbeißen. That was an intense battle. Did you get out there on camera? Ich weiß nicht, der Sandsturm ist wahrscheinlich ein bisschen im Bild gewesen. Nein, ich will kein Interview geben. Und so habe ich damals ja immer wieder trainiert. Bin zu den verschiedenen Plätzen geflogen, wer ruft an? Oh, Jovo. Hi there, this is Maria. Jovo, this is Maria. Entschuldigung, gerade was im Hals. How are your Pokémon holding up?
Mine just won a battle. My tranquil was spectacular, I must say. I wish I could have shown you. See you again. Da frage ich mich diese Anrufe. Ja gut, es ist ein bisschen realistisch, dass sie halt einfach anrufen, hey, mir ist was Schönes widerfahren. Aber an sich, spieletechnisch bringt es keine Vorteile. Man hätte das ja kombinieren können, dass es zum Beispiel heißt, oh, ich bin auf dieser Route und habe dieses Pokémon besiegt. Und dann heißt auf einmal, Moment mal, dieses Pokémon, das gibt's doch nochmal gar nicht. Aha, du hast dieses Pokémon getroffen, dann gehe ich dann hin, dann werde ich das gleiche Pokémon treffen. Ja. Das wäre doch eine Idee gewesen. Dann hätte man etwas gehabt, was einfach nur Quality of Life ist. Ja, man wird angerufen und dann gibt's hier eine Info. Und gleichzeitig auch etwas spieltechnisch. Hey, eine neue Info. So. Ich denke, was ich jetzt dann machen werde, ist, ich gehe erstmal in die Arena, dort kann ich ja dann auch meine Pokémon ein bisschen trainieren. Kekkeme aus dem Weg. Auch du bist ein Shiny-Pokémon. Dann kannst du dich mir anschließen. Okay. Du wirst dich gleich aus dem Staub machen, ist in Ordnung. For Tree City Pokémon Gym Leader Winona. The Bird User Take Flight into the World. Und dann kommt die Decke oben und dann schaut sie sich den Schädel an. Servus. Yo, how's it going, Champion Bonchovo? Please take these energy woods to help with your challenge. Danke für die Wurzeln. Kann ich mir einen schönen Tee machen, hä? Fortree Gym Leader Viona is a master of flying type Pokémon. She's waiting at the back of this gym behind the rotating doors. She's waiting for new challengers who are trying to take wing. Okay, go for it. Du machst dir auch immer große Mühe, da dir diese Wortspiele auszudenken, oder? When Winona takes to battle, your face shines with beautiful determination. I'm not letting you witness that lovely sight. Als könntest du dir das anschauen, du stehst hier in der letzten Ecke. Aber ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich genauso. Ich wäre genauso wie dieser Typ. Der Tipp-Typ, ja. Wieso habe ich... Achso, ich hatte Gawain ausgewählt, weil... Weil ich ja gegen Kecleon kämpfen wollte, das habe ich schon wieder vergessen. Bam. Aha. Und das. Ach, diese gefährliche Kombination zwischen Flugjuwel und Akrobatik. Ja, also Gawain wird definitiv eine Auszeit brauchen, weil ich. Das kommt da ja gar nicht mit. Gut. Lass mich überlegen. Skorkrow ist ein Flugbohnen-Pokémon. Das heißt, mir selber kann ich da was ausrichten. Hat er irgendwas, was mir sehr... was mir schaden könnte? Vielleicht Käferattacken. Aber nee, sie ist schon weggespielt. Wunderbar. Ich habe ja einige Pokémon gefangen. Holucha. Das war doch das... Das war doch Resladero. Richtig. Super. Das ist ja ein Flugkampf-Pokémon. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Ich wette, wenn ich jetzt zum Beispiel Tornupto hätte, dann hätte sie an dieser Stelle wahrscheinlich, hätte der Trainer an der Stelle wahrscheinlich einen Pelipper oder so. Das wäre jetzt sowieso die Frage, wenn ich jetzt diesen Romhack nochmal starten würde, hätten die Steinkante auch. Pff. Auf alles vorbereitet, was? Hätten die normalen Trainer, also die hier, die ich jetzt so bekämpfe, hätten sie dann die gleichen Pokémon oder wären die wieder randomized? Wobei, das ist ja kein Randomizer Romhack, sondern es ist ein Mandibuzz, das war glaube ich... Ja, das war das, genau. Ich hatte jetzt... Warum hatte ich jetzt schon wieder hier an... Jan Mega gedacht? Foulplay? Autsch. Ich brauche definitiv ein Elektro-Pokémon für mein Team. Vielleicht sollte ich versuchen, mir doch nochmal Zapdos zu holen. Ja, ich weiß. Ein legendäres Pokémon. Aber wenn die Arena als Herausforderung es benötigt, wäre vielleicht mein legendäres Pokémon gar nicht mal so verkehrt. Besonders weil die Pokémon ja auch ziemlich hohe Level haben. Also es muss nicht heißen, nur weil ich ein legendäres Pokémon habe, dass es dann leichter ist. Steigernde, bam bam bam. Aber definitiv brauche ich ein Elektro-Pokémon.
Ich könnte mir auch ein Magnetilo fangen und es zum Magnezon weiterentwickeln. Hätte nämlich auch einen Stahltyp da unter meinen Anwärtern. Für diesen Sieg. Und Minior. Das war das Meteorit-Pokémon, stimmt. Das habe ich total vergessen. Es ist ein Gesteins-Pokémon, aber gleichzeitig auch ein Flug-Pokémon. Haha, so schon aus der Verwirrung raus. Aber durch Angeberei hat es immer noch den Vorteil, dass es einen höheren Angriff hat. Und eine Verteidigung fällt und eine Kruste fällt auch. Weiter. Lässt du je die Walnüsse nicht auf meinen Kopf fallen? Das tut doch weh. Shields down. Und ich schieße Erdbeergeschmack. Wie kann es sein, dass du schneller bist als ich? Nom nom. Achso, stimmt. Natürlich, weil deine Schale abgebrochen ist, ist deine Initiative gestiegen. Also sehe, Level 68. Wunderbar. Ach, I couldn't stop you. Und wenn... Die steht ja dahin. Ich könnte also einfach hier mein Handy nehmen. Oder wenn ich ein Handy hätte. Ja, und dann einfach zoomen. Dann klick. Och, ein schönes Bild. Entzückend. You'd better watch it. Don't get distracted staying at Winona or you'll go crashing down in a heap. Ist ja in Ordnung, so. So, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder eine Trainingstasche einlegen und werde schauen, dass ich mir wirklich wieder passende Pokémon für mein Team aussuche, ja? Bezüglich Elektro, Gesteins und Eis. Da wird sich sicher was finden lassen. Und wenn ich nochmal alte Orte besuchen muss und ob sich vielleicht dann Zapdos in meinem Team befinden wird, lassen Sie sich überraschen. Ich hoffe aber, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Inclement Emerald gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Joe. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.